Es ist passiert. Wir werden mit noch mehr Leaks zur neuen Highschool-Jahre-Erweiterung überschüttet. Vor dem offiziellen Livestream wurde nämlich die Weltenkarte von Copperdale geteilt. Alles dazu in diesem Video. Nachdem wir in den letzten Tagen schon Informationen zu möglicherweise halbrunden Wänden, die bald in die Sims 4 kommen könnten, erhalten haben, gab es wieder einen interessanten Vorfall auf Twitter. Hier wurde von einem unbekannten Simmer ein Bild der Weltenkarte des neuen Städtchens Copperdale geteilt, welches ebenfalls neue Grundstückstypen mit sich bringt. Wenn wir hier einmal ins Detail gehen, fällt direkt auf, dass wir mit dieser Erweiterung drei Regionen mit insgesamt 12 neuen Grundstücken erhalten werden. Die Schule mit zweitem Grundstück und Sportplatz ist in einer Region. Das Stadtzentrum ist eine und die Wohnnachbarschaft namens Plumbite Pier mit einer kleinen Kirmes ist ebenfalls eine eigene. Insgesamt drei neue Grundstückstypen sind hier zu sehen. Der Bubble Tea Laden zählt nicht als Bar, sondern kann unter einem eigenen Grundstückstypen gebaut werden. Weiter ist die Schule ein neuer Grundstückstyp und damit also ebenfalls in der Theorie selber baubar. Als letzter neuer Grundstückstyp habe ich dieses Gebäude neben der Schule identifizieren können, bei dem der Zweck derzeit noch ein wenig unklar ist. Es wurde spekuliert, dass hier die Abschlussfeier und Zeugnisvergabe stattfindet, was auch ebenfalls zum Podium als Symbol passen würde. Jetzt wissen wir auch, dass im Innenstadtkern in dieser Szene nur die beiden Gebäude rechts und links bebaubar sein werden. Ebenfalls eine wichtige Info. Alle Spieler, die sich gewünscht haben, ihren eigenen Vergnügungspark bauen zu können, muss ich leider enttäuschen. Wie man sieht, steht dieser nicht auf einem eigenen Grundstück, sondern ist ebenfalls ein Teil der Welt. Höchstens mit dem bb.showLiveEditObjects-Cheat können diese platziert werden. Aber noch eine weitere coole Randinfo. Die Entwickler haben hier ebenfalls ein kleines mietbares Grundstück, wie man es besonders aus den Urlaubswelten kennt, platziert, mit dem man ebenfalls auch nur temporär Zeit in der ehemaligen Bergbaustadt Copperdale verbringen kann. Wenn ihr das Pack noch nicht für nur 34,14 Euro vorbestellt habt, findet ihr den Link zu Instant Gaming in der Beschreibung. Ansonsten hört gerne in die letzte Folge von Sim gehört rein, in der ich mit meinem Kollege Micha von simtimes.de über das neue Pack und vorherige Leaks gesprochen habe. Was denkt ihr zur Weltenkarte? Seid ihr positiv überrascht oder hättet ihr euch hier noch mehr Grundstücke gewünscht? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.